Im heutigen Ausprobiert-Video geht es um ein Alltagsproblem, das mich schon längere Zeit umtreibt und ihr vielleicht auch kennt. Die, die schon länger dabei sind, die wissen, dass wir in diesem Haushalt hier zwei Autos fahren. Auf der einen Seite einen Seat Ateca, auf der anderen einen Volkswagen e-Up. Als ich diesen Seat Ateca vor über 6 Jahren zusammengestellt habe, habe ich, um Geld zu sparen, auf einige Funktionen verzichtet. Der damaligen Streichliste zum Opfer gefallen ist unter anderem Full-Link. Ja, kein Full-Link bedeutet kein Apple CarPlay und auch kein Android Auto. Und das wiederum hat zur Folge, dass wenn man nicht das interne Navigationssystem des Seat Ateca benutzen möchte, weil es einfach auch schlecht ist, sondern stattdessen auf Google Maps zurückgreifen will, das ist meine Favoriten-Navigationssoftware, ja, dass man dann wählen muss. Entweder die Sprachausgabe des Navigationssystems über die Lautsprecher des Autos oder aber Radio bzw. Musik. Beides zusammen geht leider nicht. Und beim Volkswagen e-Up ist es genau das gleiche Spiel, bloß dass wir da noch etwas niedere angesiedelt sind, denn da gab es sowas wie Full-Link auch gar nicht als Ausstattungsoption. Da kann man anstecken und dann hat man auch die Möglichkeit zu wählen. Entweder Musik oder aber Ausgabe über das Telefon. Ja, und dementsprechend habe ich mich immer gefragt, ob man da nicht doch irgendeine Lösung finden kann, dass beides geht. Also Navigation über Google Maps und Musik bzw. Radio. Und jetzt kommt die gute Nachricht, das geht tatsächlich, es geht sogar relativ einfach. Wie, das zeige ich euch in diesem Video. Die einzige Einschränkung, die ihr da in Kauf nehmen müsst, es funktioniert nur mit einem Apple iPhone. Zuerst, liebe Ausprobierer, sehr schön, dass ihr da seid und dieses Video schaut. Wenn es euch gefällt, wenn es euch hilft, dann vergesst nicht diesen hier. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendetwas loswerden möchtet, wenn ihr euch einfach nur austauschen wollt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Die steht euch allen offen und last but not least, ausprobiert, abonnieren, kostet nichts, wie der Schwabe so schön sagt, bringt euch aber völlig automatisiert Hinweise auf neue Ausprobiert-Inhalte. Es gibt noch eine Stufe darüber, die Kanalmitgliedschaft. Das habe ich vor einigen Monaten bereits eingerichtet, habe allerdings noch nie intensiver darüber gesprochen oder es in irgendeiner Art und Weise aktiv beworben. Vor 2 Wochen war es allerdings soweit, da hat jemand gesagt, mache ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wohin der Weg dieses Kanals noch führen wird, aber ich finde, das sollte man dann doch einmal festhalten für die Annalen möglicherweise. Das erste Kanalmitglied, das erste zahlende Kanalmitglied dieses Ausprobiert-Kanals hört auf den Namen Yo oder Joe Claro. Herzlichen Dank für dein Commitment. Du bist Mitglied Nummer 1. So, und jetzt wenden wir uns dem eigentlichen Thema zu. Der Möglichkeit, mit Google Maps zu navigieren und gleichzeitig in unserem Auto, in unserem nicht konnektiven Auto Musik zu hören. Wie geht das Ganze? Wir schauen uns das Ganze hier in Google Maps an, denn da müssen wir eine Einstellung vornehmen. Im ersten Schritt müssen wir natürlich Google Maps öffnen. Wenn wir das getan haben, wählen wir rechts neben dem Suchfeld hier oben unseren Account aus. Nicht wundern, ich bin aktuell, mir ist diese ganze Datensammlerei nicht geheuer, im Inkognito-Modus unterwegs. Wir haben dann verschiedene Menüpunkte. Wir wählen Einstellungen aus. Bei den Einstellungen gibt es als erste Alternative Navigation. Auch das wird ausgewählt. Und dann haben wir im mittleren Bereich des Menüs die Sprachausgabe über Bluetooth. Und die wird jetzt aktiviert. Wenn wir das tun, taucht hier eine zweite Alternative auf und die nennt sich Wiedergabe als Bluetooth-Anruf. Und genau das wird ebenfalls aktiviert. Was mit diesen Einstellungen passiert ist, dass das Navigationssystem, also Google Maps, einen Anruf initiiert, der in der Abspielhierarchie höher angesiedelt ist als die normale Audioausgabe über Radio bzw. die Musik. Das wird beides unterbrochen und man hört eben die Ansage des Navigationssystems über die Lautsprecher des Autos, was ja genau das ist, was ich haben wollte. Ja, das Ganze funktioniert in der Praxis besser als gedacht. Beim Seat Ateca hat man manchmal das Gefühl, dass die ersten Millisekunden des Anrufs noch abgeschnitten werden, also nicht vollständig ausgegeben werden. Beim VW e-Up funktioniert das wirklich einwandfrei und genau das zeige ich euch jetzt noch in einem kurzen Ausschnitt. Rechts abbiegen auf Jahnstraße. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Moosstraße.
Mission erfolgreich. Es ist also auch bei wenig konnektiven Autos wie meinem VW e-Up oder auch dem Seat Ateca und Konsorten ohne Fulling-Funktionalität möglich, Musik zu hören, Radio zu hören und gleichzeitig Google Maps als Navigationssystem zu nutzen, sodass die Ansagen des Navigationssystems auch wirklich über die Lautsprecher des Autos wiedergegeben werden und nicht über das deutlich schlechter zu verstehende Telefon. Mit der einen Einschränkung, das Ganze funktioniert, wie gesagt, nur mit Apple iPhones. Wenn ihr ein Android-System habt, geht das meines Wissens leider nicht. Wenn ich da falsch liegen sollte, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und damit sind wir am Ende. Zum Abschluss nochmal der Dreiklang. Liken, kommentieren, abonnieren. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Bis dahin, bleibt sauber und stabil. Tschüss und Servus.